eine der entlegensten Regionen Europas. Die Hardanger Widder im Westen von Norwegen. 6 Jugendliche sind auf dem Weg, um sich durch diese Wildnis zu schlagen. Ihr Ziel? Nach 3 Wochen wieder die Zivilisation erreichen. Gestern hat es heftig geregnet. Doch glücklicherweise konnten unsere Abenteurer in einer verlassenen Scheune Unterschlupf finden. Es ist trocken, Leute! Weil das Wetter so schlecht ist, lässt sie Wildniscoach Tobi in der Scheune übernachten. Jetzt geht's weiter. Das Abenteuer deines Lebens. Ein neuer Tag in Norwegen. Das Wetter ist deutlich besser geworden und man kann schon wieder etwas von der beeindruckenden Landschaft erkennen. In dieser Scheune haben die 6 Abenteurer die letzte Nacht verbracht. Während die einen noch tief und fest schlafen, ist Freddy bereits wach und wagt einen ersten Blick nach draußen. Leute, das Wetter, das ist gar nicht so schlecht, also jedenfalls besser als gestern. Ganz kurz, super. Regnet es oder regnet es nicht? Also es nieselt zwar ein bisschen, aber ich meine, das ist gutes Wetter, um zu wandern. Im Engel, glaube ich, scheint sogar ein bisschen die Sonne. Echt? Er glaubt, dass ein bisschen die Sonne scheint. Beste! Nein, jedenfalls. Hör auf! Was machst du denn? Boah, komm, die beiden Mädels müssen noch wach werden. Die da vorne, Leute. Wir sind schon wach. Ich will gar nicht richtig raus zurückfahren. Mario geht über ab. Gut aus. Ja, bestimmt. Steht hier. Hatte ich hier nicht irgendwo noch ein Helm? Nach der Strohschlacht steht nun das Frühstück auf dem Tagesplan. Die 6 stellen fest, dass sie in der vergangenen Nacht seltsam geträumt haben. Du wolltest ihn umbringen und ihn. Du wolltest alle umbringen. Genau, ja. Du warst der Böse. Ja, aber irgendwie habe ich alle umbringen lassen. Ja. Siehst du, ja, du warst ich bin der intelligent. Böse, Mann. Aber wisst ihr, dass man in Träumen so Erlebnisse verarbeitet, die am Tag oder so passiert sind? Ja, weiß nicht. Leute, ich habe sowas gewählt in der Schule, das heißt Gebi, ne? Und da macht man sowas. Und das ist richtig witzig. Und zwar, jeder Mensch träumt jede Nacht von einem Flaschenhals und von einem Elefanten. Jeder? Ja, jeder. Ja, aber das finde ich irgendwie unlogisch, weil wenn ich irgendwas erlebt habe am Tag, träume ich davon meistens die Nacht, sondern mein Traum ist völlig zusammenhangslos. Ja. Man träumt ja auch nicht, wenn du jetzt zum Beispiel durch den Wald gegangen bist, dass du durch den Wald gehst. Aber wenn ich das verarbeite, warum träume ich denn nicht genau das? Na, weil du es anders, das ist ja sozusagen, guck mal, es gibt 3 Schichten. Es gibt das Unterbewusstsein, dann gibt es das Ich und dann gibt es das Überbewusste. Nein, Mann, das stimmt wirklich. Voll das habe ich. Psycho. Nein, das ist. Hat sich alles bei Astro-Tri freuen und gesagt, das heißt leise. Guck mal, zum Beispiel, wenn du träumst, dass du fliegst und auf dem rosa Elefanten landest, dann, also, es ist jetzt vielleicht ein scheiß Beispiel, aber das heißt dann so viel wie, keine Ahnung. Aber auch jedes Tier zum Beispiel hat so eine andere Bedeutung. Boah, Spinnen, naja, wenn man von Spinnen träumt, das finde ich echt widerlich, dann bringt das Glück. Nee. Oh. Glaubst du an sowas, dass so ein Träume Glück bringen und dass das irgendwie so Zukunft voraussagen ist und so? Nein. Nein, das ist so, wie dein Körper spiegelt im Traum so die Stimmung so nach. Wisst ihr, was ein ganz typischer Kindertraum ist? Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal geträumt, dass ihr im Auto sitzt, eure Mutter irgendwie einkaufen ist oder so. Dann kommt eure Mutter nicht wieder und ihr fahrt selber mit dem Auto. Das habe ich schon mal geträumt. Das träumen fast alle Kinder. Das war bei mir so der Horrortraum. Ja, bei mir auch. Ich bin nicht an die Bremse rangekommen, das weiß ich noch gar nicht genau. Immer mit dem Auto fahren. So, wollt ihr alle aufstehen? Okay, wollen wir jetzt mal zusammenpacken und weiter? Oh yeah. Nach dem Frühstück geht's los zum nächsten Camp. Doch erst einmal müssen sie den Weg dahin finden. Toni, sag mal, wo lang geht's denn? Bist du Tonchen? Komm, ich glaube an dich. Nicht über den Hügel. Wenn es über den Hügel geht, gehen wir um den Hügel rum. Wir müssen ehrlich gesagt in die Richtung. In die Richtung? Wir müssen da lang. Ich bin richtig, richtig, richtig froh, dass wir Antonia haben. Weil echt, ohne Antonia wären wir sowas von aufgeschmissen. Wenn ich die Karte lesen würde, wir wären irgendwo in, keine Ahnung, gelandet. Also ich wäre, oh Gott, nee, ich würde es mir gar nicht vorstellen. Und
ja, also Antonia macht ihren Job auf jeden Fall super. Und wir sind stolz auf sie, dass wir sie haben. Oh, wow, 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 wow. Oh, ist aber Philipp. Was war denn das? Was war das? Ich bin jetzt gestolpert. Ja, dann fall auf den Boden. Tschüss, liebe Hütte. Danke, dass wir bei dir schlafen durften. Endlich kann die Tour losgehen. Nach dem Regen genießen die sechs den Sonnentag. Bei diesem Wetter lässt es sich sehr viel angenehmer wandern. Und auch das Zusammenleben in der Gruppe ist bei Sonnenschein sehr viel einfacher. Wenn man jetzt hier natürlich in drei Wochen so auf engstem Raum, also wir zelten die ganze Zeit zusammen. Das ist natürlich, da ist doch, ich finde, da ist auch irgendwo so ein bisschen vorausgesetzt, dass irgendwann mal Konflikte vor kommen. Und auch Wetter. Ja, aber wenn es regnet, sind wir alle so gereizt, ist mir immer aufgefallen. Ja, das ist natürlich auch viel schwerer, aber dann sind es natürlich auch so Aufgaben, wo jeder so seine eigene Entscheidung eigentlich treffen will, aber wir das in einer Gruppe machen müssen. Aber ich finde es eigentlich auch recht spannend, so zu sehen, wie sich das dann so am Ende entwickelt und was denn so alles passiert. Eigentlich ist es ja immer in so einer Gruppenkonstellation so, dass es immer so ein, zwei gibt, die sich dann zurücknehmen, was bei uns leider nicht so der Fall ist. Und das kann, wenn jeder seine eigene Meinung hat, kann das schon oft zu kleinen Schwierigkeiten führen. Aber mir ist, wenn ich wütend bin oder sauer auf jemanden, dann werde ich erstmal richtig wütend. Dann gehe ich immer erstmal weg von dem und versuche mich so selber zu beruhigen. Und danach geht es bei mir eigentlich. Dann, ich bin nicht lange nachtragend. Oder nee, so. Man braucht dann einfach so eine kurze Zeit, eine Stunde oder so reicht bestimmt schon, wo man einfach so ganz sich abschottet und so selber überlegt und probiert mit der Situation umzugehen und dann geht es eigentlich. Leute, schaut euch mal, wie geil diese Landschaft ist. Schaut euch mal, wie geil. Boah, wow, aber das war geil. Ey, wie geil ist das? Ey, zieht euch mal die Farben rein. Und man kann mal was Blaues sehen. Endlich. Dass Norwegen so eine Landschaft hat, das beeindruckt mich unglaublich. Diese Seen, diese Berge. Jetzt mal so, also wirkliche Berge, es sind ja nicht irgendwelche kleinen Hügelchen. Es sind wirkliche Berge, ich habe sowas noch nie gesehen. Und dann natürlich die Special Effects auch zwischendrin, so die Wasserfälle. Das ist so richtig cool. Die ersten Tage haben wir nur Nebel und Regen gesehen. Und jetzt hat die Sonne gescheint und wir sehen keinen Nebel. Wir konnten alles sehen, Flüsse, Berge, alles war so schön. Ich habe das ja schon auf Fotos gesehen und alles und habe mir schon gedacht, ja, wird bestimmt ganz hübsch. Aber so in echt ist es einfach viel, viel schön. Es ist richtig genial. Doch nicht jeder ist nur auf die Landschaft konzentriert. Freddy hat zum Beispiel beim Wandern auch andere Dinge im Kopf. Voko, Vokare, Vokavi, Vokis, Vokis, Alter, was geht mit dir? Was machst du denn auch immer? Ja, durchkonjugieren, Latein. Was? Oh nein! Latein. Ey, wir haben Ferien. Bildung ist wichtig, aber doch nicht so übertrieben. Ja, die ist langweilig, aber ich finde das schon wichtig. Die ist langweilig? Ja, und dann konjugierst du? Ja, aber dann muss man doch nicht in seiner Freizeit konjugieren. Also ich hatte jedenfalls das Glück, Latein zu lernen, weil ich war vorher auf einer Realschule und dann habe ich mich hochgearbeitet. Wirklich? Ja. Nein, das war halt so, meine Oma hat halt gesagt, ne, Kind, mach deine Schule zuerst fertig, mach alles gut, damit du später eine gute Arbeit kriegst. Ja. Ja, und dann habe ich halt gedacht, nee, jetzt will ich keine Realschule mehr besuchen. Da habe ich mich so das ganze Jahr durchgearbeitet, bis ich so ein gutes Zeugnis habe. Auf jeden Fall beeindruckt mich, dass Freddy so mega Ehrgeiz hat. Also ich bewundere ihn auch total dafür, dass er von der Realschule aufs Gymnasium gekommen ist. Das ist so wow, weil ich glaube, ich hätte es nicht hingekriegt. Meine Oma sagte mir früher immer, ich soll gut in der Schule sein. Das war mir schon ziemlich wichtig, dass ich ihr ein Versprechen gebe, dass ich das mit der Schule schaffe. Und dann habe ich mir halt ein ganzes Jahr lang den Arsch aufgerissen und richtig gute Noten zu schreiben. Und ja, dann habe ich es doch endlich geschafft und das war so ein schönes Gefühl. Wir haben es echt schwer mit dem bekloppten 12 Jahre Abitur, aber 13. Ja, du vielleicht. Ja, du 13, wir haben 12. Ha, ihr seid G8. Richtig. Genau. Ich bin G9, wie geil ist das denn? Also ja. Ich bin wieder für 13 Jahre, weil echt, ich merke das schon bei mir selber, der Stoff wird so reingepresst und ich weiß gar nicht mehr, ich mache echt so Bulimie-Lernen in Anführungsstrichen. Ich lerne sowas für das? Eine, na, guck mal, ich lerne für eine Arbeit, so einen Tag vorher und dann nach der Arbeit habe ich komplett alles wieder vergessen. Ich habe zwar auch einen gewissen Ehrgeiz, aber wenn mir jetzt zum Beispiel meine Oma sagt so, ja, streng dich mal ein bisschen mehr an oder so, geht es bei mir ehrlich gesagt bei einem Ohr wieder rein und beim anderen wieder raus und ja, also ich bewundere ihn total dafür und das zeugt auch dafür, dass er was im Leben erreichen kann. Ich meine, es ist eine tolle Sache. Ich bin da nicht so der Typ für. Ich gehe das halt alles ein wenig ruhiger an und ja, ich wüsste nicht, ob ich mich so richtig pushen könnte. Leute, wie wär's mit einer schönen Pause hier an einem schönen Platz?
Ja, ich bin voll dafür. Machen wir eine Pause? Ja, machen wir. Du hast ja gut zugehört. Während ihrer Rast beschäftigt die Sechs das Thema Schule noch immer. Sie finden, dass dort oft die falschen Dinge gefördert werden. Das ist einfach so, da geht es nicht mehr darum, was hat man für ein Talent oder so, sondern was ist dein Durchschnitt? Unter 2,5, okay, weg. Und das ist alles so oberflächlich und objektiv geworden. Ja, ist echt so. Es gibt so gut wie null Talentförderung. Ist so. Wirklich? Aber das ist nämlich echt so. Vor allen Dingen, wenn jemand total gut in Kunst oder Musik ist, dann hat er total verkackt, wenn er einfach schlecht in den Naturwissenschaften ist oder so. Ja, dann hat er keine Chance. Egal wie gut er jetzt Kunst ist und wenn er mal richtig geiler Künstler oder Musiker werden kann. Ja, aber die Talentförderung, wenn er keine Mathe hat. Oder Deutsch oder Englisch, dann ist halt unten durch sozusagen. Ja, aber die Talente musst du sozusagen selber wissen, wo sie liegen und musst sie selber fördern. Ja, selber. Aber einige haben ja gar nicht das Geld, das zu fördern. Und das Ziel ist ja auch immer, so ein Alpha-Männchen zu werden. Das ist von jedem das Ziel. Das ist richtig, eigentlich richtig scheiße. Eigentlich muss doch das Ziel sein, glücklich zu sein und nicht unbedingt nur viel Geld zu haben. Nein, das stimmt. Komm, lass uns einfach mal weiterkommen. Los, hopp, hopp. Okay. Auf geht's. Oh, dein Arsch. Ach so. Oh nein! Mein Po! Ih, das war richtig dreckig. Ja. Oh Mann! Hey Toni, guckst du noch mal, wo es lang geht, bitte? Ja. Abladen. Und, wo geht's lang? Da. Komm, Leute, wir müssen da lang. Okay. Wenn ich jetzt richtig geguckt hab, ich meine schon. Oh, hier wird's rutschig. Hier wird's echt rutschig. Ja, wer legt sich wieder auf die Fresse? Leonie! Doch auch Leonie meistert den glitschigen Weg und so kommen die Sechs ihrem heutigen Ziel wieder ein Stück näher. Die wilde Natur Norwegens ist nicht nur schön anzusehen, sondern hat auch vieles, was für unsere Wanderer sehr wichtig ist. Wasser zum Beispiel, und zwar jede Menge davon. Guck mal, Leute, wie hoch der ist, wie weit er noch hoch geht. Der ist ja fett. Das ist ja richtig fett. Das ist eine Wasserrutsche. Ich finde sie richtig süß. Toni, gibst du mir mal meine Flasche kurz? Willst du da Wasser reinmachen? Richtig. Können wir das Wasser trinken? Ja, klar. Das ist Gletscherwasser. Ja, also dann haben wir das Wasser halt mal ausprobiert, weil das wirklich, das war glasklar. Und also das war ja wirklich viel besser als das Mineralwasser, was man im Getränkemarkt kaufen kann. Lass mal weitergehen. Okay, los. Hallo! Tobi! Wildniscoach Tobi erwartet die Abenteurer bereits. Wie jeden Tag hat er für sie eine Herausforderung vorbereitet, bei der die Sechs einen Wildnisumschlag gewinnen können. Den dürfen sie aber erst am Ende ihrer Reise öffnen. Nur eins ist klar, es geht um eine große Überraschung. Gut angekommen, gut den Weg gefunden. Ja, so weit von. Alles super? Ja. So weit von. Sonne super? Ja. So weit von. Ich würde sagen, ihr könnt zuallererst mal kurz eure Rucksäcke einfach abstellen, dann müsst ihr die nicht die ganze Zeit aufhaben. Also, eure heutige Herausforderung, habt ihr euch bestimmt schon gedacht, hat was mit dem Fluss zu tun. Und zwar werdet ihr in den sogenannten Rafts den Fluss runterfahren müssen. Naja, also ich habe ehrlich gesagt wieder mal Angst, dass ich kenter. Das Schwierige wird echt sein, den Stein so aus dem Weg zu gehen. Weil hier sind echt ziemlich viele Steine. Und ich glaube, wenn man da rüberfährt oder so, ich glaube, das schafft das Boot dann auch nicht. Das ist aber noch nicht alles. Ihr kriegt natürlich von mir wie immer eine Aufgabe dazu gestellt. Ihr kommt, wenn ihr dem Fluss folgt, in den Booten zu einem See. Da seht ihr schon euer nächstes Camp. Da werde ich nachher stehen und ihr müsst von dem Startpunkt hier das Camp da unten in 15 Minuten erreichen. Was? Kacke. 15 Minuten, dann gibt es den nächsten Umschlag. Ist das zu schaffen? Das ist zu schaffen. Oh Gott, scheiße. Ja, als es hieß, wir gehen raften, da war ich natürlich sofort hyper. Ich finde Raften einfach, das sieht schon so extrem hammermäßig aus. Also ich finde es schon lustig, so das zu fahren, aber irgendwie habe ich schon ein bisschen Angst. Ich glaube, die Kunst ist einerseits nicht ins Wasser zu fliegen und gleichzeitig das Boot zu manövrieren. Ich glaube schon, dass es eine ziemlich krasse Strömung ist. Also ich bin jetzt auch ziemlich so aufgeregt deswegen, dass wir da nicht irgendwie gegen die Steine kommen. Weil das ist wirklich so eine Geschwindigkeit, bei der man das
vielleicht auch gar nicht mehr steuern kann. Also man muss echt gucken, wenn man im Boot drin sitzt. Okay, bevor es losgeht, noch einige wichtige Erklärungen für euch. Es sitzen nachher in jedem Boot 3 Personen. Davon sitzen 2 vorne und 1 Person hinten. Die vorne sitzen, sind der Motor. Die paddeln einfach die ganze Zeit. Der hinten ist nur der Steuermann. Kann ich mal bitte 3 Leute haben, die sich schon mal da reinsetzen? Ja. Ja, genau so. Wenn ihr jetzt auf dem Fluss seid und ihr fahrt und ihr seht, da kommt ein Stein und ihr merkt, ihr könnt nicht mehr ausweichen, ist es besser, den Stein frontal zu rammen als seitwärts dagegen, dann kippt man leichter. Ja? Okay, bereit? Sehr gut, dann geht's los. Endlich mal wirklich so richtiger Action-Adrenalin-Landschafts-Stromschnellen-Fjord-Sport. Wo wir dann erstmal da so zur Seite gegangen sind, hatte ich dann schon so ein bisschen Schiss, weil man dann so wirklich so diese Steine dort vor einem sehen konnte. Und es sah irgendwie ein bisschen angsteinflößend aus. Also ich habe ehrlich gesagt total Angst. Ich habe da irgendwie auch gerade gar nicht so Lust drauf. Aber ich mach's jetzt, ne? Seid ihr bereit? Ja! Zeit läuft ab! Jetzt! Zu raften ist einfach geil. Wirklich dieses Hoch und Runter mit dieser Geschwindigkeit und wirklich so ungefähr gefühlt gar keine Kontrolle über das Boot haben. Das kickt einen schon echt weg. Oh, das war so cool, weil wir mussten alle zusammen agieren. Wir waren echt aufeinander angewiesen. Also man hat eigentlich kaum Zeit, Luft zu holen, weil man permanent eigentlich schreit. Man schreit immer links, rechts, aufpassen, Stein, hier, festhalten und sowas. Und man schreit dann, ich war danach wirklich heiser. Hey, das ist so fantastisch! Pass auf, pass auf, pass auf! Kasper hatte seine Brille nicht auf und das heißt, wir sind gegen jeden Stein gefahren, wirklich gegen jeden. Bei den kleineren ist man ja so drüber weggeflippt. Und bei den größeren festgesteckt, da musste man aussteigen und sich irgendwie weiterhieven oder so. Hier rein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Stein, der Stein! Philipp! Also es ist schon ein ziemlich komisches Gefühl, wenn man so direkt auf so einen Stein zufährt und auch nicht mehr viel ändern kann daran. Und da dachte man dann so, scheiße, Stein, du musst lenken, Mann. Also ich muss nicht sagen, dass ich Angst gehabt habe dabei. Das lag vielleicht auch daran, dass ich einfach echt wirklich so die ganze Zeit einen Puls von 180 hatte und mich deshalb einfach immer wieder gefreut habe, wenn es auf einen großen Stein zuging. Nein, nein, nein. Das war heftig. Der war echt heftig. Es war ein Adrenalinschub nach dem nächsten und man hat kaum was wahrgenommen. Aber das, was man wahrgenommen hat, war echt unbeschreiblich. Ja, ja, mein Zeitgefühl habe ich komplett verloren. Von daher wusste ich gar nicht, schaffen wir das jetzt mit den 15 Minuten oder nicht. Hier rüber! Schneller! Ihr habt noch genau 2 Minuten. Beeilt euch! Alle müssen an Land sein! Beeil dich! Schild berühren. Gut, Schild ist berührt. Schild wieder dran machen. So, Kasper fehlt noch. Das wird spannend. Schneller, Kasper! Du hast noch knapp über eine Minute, beeil dich! Schneller!
Ich dachte, einer aus dem Boot muss nur an das Schild schlagen, jeder. Und auf einmal so, Kasper, mach schneller. Schneller! Er muss das Schild putzen, oder? Ja. Nee, das Schild bleibt hier. Nein! Kasper, schneller! Ja. 14 Minuten und 13 Sekunden. Super. Wieder mal eine Herausforderung sehr gut gemeistert. Yeah. Ich bin beeindruckt. Selbstständig. Wie immer habt ihr euch damit auch euren nächsten Umschlag verdient. Die Verwalterin der Umschläge bekommt ihn auch wieder. Wie war's der Dinner, Leute? Yeah. Wow, ein dünnerer Streit. Ja. Sehr gut. Genau hier ist auch natürlich euer Camp. Yeah, macht's euch gemütlich und wir sehen uns morgen. Alter, Leute. Ciao. Oh, wie super. Gut gemacht. Abendstimmung im Camp. Kasper und Freddy versuchen mal wieder ihr Glück beim Fischen, während die anderen sich um den Zeltaufbau kümmern. Wir sind so gut. Ah, klatsch ein, Baby. Chuck drauf. Yeah, yeah, yeah. Weißt du, das ist so entspannt, jetzt endlich mal zu angeln. Weißt du, so nach der Action gerade eben, nach diesem Adrenalin? Ja, auf jeden Fall, das finde ich auch. Das ist echt jetzt ist man auch so erschöpft und in so einer absoluten Chiller-Stimmung. Ja. Ja, das tut auch echt dem Körper ganz gut. Ja, ich liebe Adrenalin. Weißt du, mein erster war echt, glaube ich, in der 5. Klasse, weil von der 1. bis zur 4. Klasse habe ich meine Hausaufgaben richtig ordentlich gemacht, weißt du, immer schon zu Hause. Und nach der 5. Klasse dachte ich, ja, jetzt bin ich auf einer Realschule, jetzt kann ich erstmal chillen, weißt du. War so geil. War das ein Adrenalinkick, weil du die Hausaufgaben nicht hattest? Hallo, ich war 12. Ich war 12. Wie geil. Nee, das habe ich noch nie geschafft. Also ich habe auch ein paar Mal die Hausaufgaben nicht, aber einen Adrenalinkick deswegen habe ich nicht. Oh Mann, warum beißen diese Fische nicht an, Mann? Ja. Also ich glaube nicht, dass ich in Norwegen noch Fische fangen werde, weil ich habe keine Ahnung, die Fische mögen mich halt nicht oder mich und Kasper halt nicht oder unsere Angeltechnik, keine Ahnung. Die beißen gar nicht an. Keine Ahnung, was ist denn los? Du, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich habe so einen Hunger. Lass mal gucken, was die anderen gemacht haben. Komm, wir gehen mal gucken, was die so hingekriegt haben. Pass auf. Hey Freunde, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Diese Fische wollen nicht anbeißen. Ey, komm, das ist Kasper. Dein Ernst jetzt? Hey, ich glaube, du musst doch mal ran. Ja, Mann, ich bin der Angelmaster. Der Angelmaster. Dann lass uns mal im Sack gucken. Irgendwas werden wir ja haben, ne? Oh ja, Essensack. Essen, Essen, Essen. Maiskolben. Leute, wir haben Maiskolben. Würstchen. Zufrieden lassen unsere 6 Abenteurer den Tag am Lagerfeuer ausklingen. So, habe ich mir echt vorgestellt, guck mal, Leute, wir sitzen hier am Lagerfeuer. Wir haben da einen See. Das ist die schönste Sicht überhaupt. Also, habe ich mir vorgestellt. Ich glaube, Tobi hat einfach geile Orte für uns ausgesucht. Ja. Und das Wetter, wisst ihr, das Wetter ist so geil. Ja, das macht echt alles perfekt. Und heute die Aufgabe, oh Gott, ey, ist ja alles so geil. Also, ich muss sagen, das war bisher der beste Tag, den wir hier in der Wildnis hatten. Das war echt so das erste Mal, dass ich dachte, so sollte es immer sein. Heute ist der perfekte Tag gewesen. Echt. Ja.